Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn soeben ist bei mir die Lookfantastic Beauty Box für September eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Lookfantastic Beauty Box ist eine Box, die man monatlich abonnieren kann. Sie ist eine Schwester von der Glossy Box und die Lookfantastic Menschen sitzen in England. Genau, wir bekommen die nach Hause geliefert, aber müssen dafür keinen Zoll bezahlen, zahlen 15,50 Euro bis 20 Euro pro Box, je nachdem welche Abo-Variante man so wählt oder halt einfach nur, ne, dass man sich die einmalig halt bestellt. Und wir haben hier Produkte drin, die meistens etwas kleiner sind, aus dem Bereich Beauty natürlich. Und aber etwas hochpreisigere Geschichten. Und ich bin sehr gespannt. Das Design der Box finde ich irgendwie schön, ne? Celebration of Beauty, so in einem lila Türkis. Ich mag die Farben ja voll gerne. Und also das ist eine sehr schmucke Box, muss ich sagen. Die kann man sich auch schön aufbewahren, um da Sachen drin zu lagern. Und ich bin mal gespannt, ob wir wirklich auch die Produkte hier mit drin haben, die hier abgebildet sind. Mal gucken. Also ich sehe hier einen Eyeliner von Dreina oder Mina, irgendwas mit Aloe Vera, ein Cremepöttchen, dann irgendwie ein Serum und irgendwas mit Brightening Sleep Sheet Mask. Mal gucken. Wäre natürlich ziemlich witzig. Ich entferne zuallererst den Deckel und da haben wir meistens auch noch was drin stehen. Hier steht Find Beauty in Every Moment. Das ist ein Zitat von Anastasia Sergeva. Das finde ich tatsächlich auch sehr schön. Man sollte die Schönheit in allem, was man so sieht, sehen. Also, dass man, wenn man draußen ist, einfach sich umschaut und einfach, auch wenn der Himmel grau ist, vielleicht das Schöne daran sehen. Einfach, das hebt dann ja auch irgendwie so diese positive Stimmung, die man haben könnte, ne? Oder wenn man natürlich im Wald spazieren geht. In allem kann man was Schönes sehen. Selbst wenn da ein abgestorbener Baum oder so liegt, dann sieht man vielleicht die kleinen Tierchen, die sich daran erfreuen und den Baum quasi in neues Leben bringen oder so, um davon zu leben. Weißt du, das kann man vielleicht so interpretieren. Also auch in allem irgendwie die Schönheit sehen. In every moment, in jedem Moment. Ja, sehr, ne, krass drauf hier. Hier haben wir endlich mal wieder ein Heftchen drin, wo drin steht, was drin ist. Finde ich klasse. Manchmal ist es nämlich nicht mit dabei. Und hier steht auch Celebrate Good Times. Also wir sollen die guten Zeiten zelebrieren. Und das ist auf Englisch. Deswegen gucken wir jetzt mal nicht, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Wir haben da auch manchmal noch so ein paar Beauty-Tipps und Tricks drinstehen. Und wir gucken auch nachher mal rein, ob wir da einen Spoiler vielleicht für Oktober drinstehen haben. Denkt auf jeden Fall dran, der Lookfantastic Adventskalender ist jetzt verfügbar und den kann man jetzt kaufen. Also, falls ihr möchtet, haut rein. Genau. Ich habe auch einen Code für die Box, der steht auch in der Infobox drin. Das ist ein Freunde-Werben-Freunde-Code. Das heißt, ich kann dadurch Lookfantastic Points sammeln und ihr bekommt dadurch einen Rabatt. Ist doch schön, ne? Genau. So, es riecht hier schon voll krass raus. So ein bisschen. Nicht Lavendel. Weiß ich nicht. Irgendwas Geiles rieche ich hier raus tatsächlich. Cremiges. Was Geiles, Cremiges, etwas Schwereres. Wir haben Klebi, damit ist das Seidenpapier verschlossen. Den mache ich mal auf. Und dann gucken wir mal, was uns der erste Blick so sagt. Ach, ich muss lachen. Sage ich euch gleich, warum ich lachen muss. Hier haben wir den ersten Blick in die Box. Und dann gucken wir uns mal an, warum ich lachen muss. Also, deswegen, weil das steht gerade unter meiner Dusche und das habe ich in Anwendung von Ameliorate, der Smoothing Box Body Exfoliant. Das ist ein Körperpeeling mit 50 Millilitern und das hat sehr sanfte Peelingkörner, also wirklich sanft, ne? Und man macht es sich drauf und dann geht man damit über die Haut und es fühlt sich nicht so an, als würde man jetzt so die Haut abrubbeln oder sowas. Witzig, habe ich gestern Abend noch verwendet. Und macht ein schönes Hautgefühl, muss ich sagen. Ne? Dadurch entfernt man abgestorbene Hautschöpfchen. Und Bodypeelings verwende ich zweimal die Woche. Genau, finde ich witzig. Ja, dann nehme ich als nächstes etwas raus von By Terry. Ich glaube, das war auch das Unfix-Produkt, also die Sneak Peek vom letzten Mal. Das ist Baume de Rose Le Soin Lèvre. Das ist so ein Lipbalm. Den hatte ich auch schon einmal aufgebraucht und ich glaube sogar noch einmal im Backup. Das ist wirklich ein Lippenbalsam, den man sich auftragen kann und der sich schön anfühlt. Der natürlich wie alles von By Terry beduftet ist, nach Rose riecht. Aber ich finde den klasse. Ich mag den richtig gerne. Der macht tolle Lippen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hier drin enthalten ist. Die Preise, hier steht es irgendwie drauf. Oh Gott, 2,2 Gramm oder sowas. 2,3 Gramm, Entschuldigung.
Und die Preise suche ich euch aus dem Look Fantastic Online-Shop, weil in dem Heftchen stehen, glaube ich, gar keine Preise mehr drin, wenn ich das richtig sehe. Nö, da sind keine Preise mehr mit aufgeführt. Nö, 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 nö. Oh, das muss ich schon mal aufklappen, weil darum kümmern wir uns gleich. Aber cool, dass es mit drin ist. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn eben ist so eine ganz große Lieferung angekommen. Ganz viele Adventskalender. Stay tuned. Falls ihr Bock habt auf ein bisschen Weihnachtsfeeling im Sommer, weil diese Woche oder beziehungsweise nächste Woche soll es bis 28 Grad bei uns werden, läuft. Abonniert mich gerne hier einmal. Da verpasst ihr keine Adventskalender-Unboxings. Ich habe super witzige Adventskalender dabei, halt aber auch klassische. Und welche, die halt auch Ü18 sind. Also, ne? Denkt an mich. Okay, nein, denkt in solchen Momenten nicht an mich. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst, was ich meine. Denkt an mich und schaut die Unboxing. So meine ich das, ne? Dass ihr mich nicht vergesst, das wäre sehr traurig. Okay, ich laber. Wie ihr merkt, ich bin aufgeregt, ne? Und trotzdem habe ich hier schon meinen dritten, vierten oder fünften Kaffee stehen. Ich kann gar nicht mehr mitzählen, weil mein Freund die ganze Zeit mir auch Kaffee mitkocht. Und dann trinke ich natürlich Kaffee. Aber er weiß halt, was ich da gerade geliefert bekommen habe und dass ich heute so eine kleine Nachtschicht einlegen werde. Vor allem, weil heute der Samstag, ich weiß gar nicht, welches Datum heute ist. Samstag ist heute und heute wollte ich dieses Video auch noch online stellen und danach werden die ganzen Adventskalender ausgepackt. Leute, puff. Okay, wir haben normalerweise 5 Produkte in der Box. 2 habe ich schon rausgenommen. Ja, und 4 habe ich hier noch drin. Das ist cool. Wir haben diesmal dann ein Produkt mehr drin. Von SVR, das ist eigentlich eine ganz gute Marke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich kann es nicht aussprechen, Creme mit Hyaluronsäure und Omega 3, 6 und 9. Und das ist eine Creme, steht das irgendwo auf Deutsch? Antiporito, das ist eine falsche Sprache, ne? Ich weiß es nicht. Irritated Eyelids Anti-Itching Soothing Cream. Ach, das ist eine Augencreme. 15 Milliliter. Oh, wenn das eine Augencreme ist, dann ist das bestimmt... Hier kommt jetzt wieder der Preisvermutungseffekt. Bestimmt ein teures Produkt, ne? Vor allem, wenn die dann noch so eingepackt ist und so. Habe ich einen Beipackzettel ist nicht mit drin. Dann ist es nämlich meistens nochmal ein Indiz für mehr Euronen. Aber das finde ich ja cool, ne? Finde ich schön. Das finde ich echt schön. Gegen Juckreiz von den Augenlidern. 1 bis 2 Mal pro Tag kann man das anwenden. Und das ist eine beruhigende Creme gegen juckende und gereizte Lidhaut. 1 bis 2 Mal am Tag auftragen. Das finde ich schön. Ich habe das öfters mal, gerade weil ich halt sehr trockene Haut habe. Aktuell ja noch mal ein bisschen mehr trocken, weil ich habe keine Ahnung, was meine Haut aktuell mit mir veranstalten möchte. Aber sie mag mich nicht. Und deswegen habe ich hier ja auch so ein Gedönsen. Und das habe ich halt auch im Gesicht. Und da sind meine Augen aktuell, Gott sei Dank, toi, 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 noch nicht ganz so betroffen von. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das ein bisschen ausbreiten wird und meine Augenlider dann auch davon betroffen sein werden und dann kann ich die sehr gut gebrauchen. Das ist schön. So, dann habe ich hier tatsächlich von 3ina ein Produkt drin, das ist in der Farbe 575, das ist ein dunkelbraun, wie geil, The Color Pen Eyeliner. Und die Eyeliner von 3ina sind halt so Eyeliner, da kannst du Glück mit haben, da kannst du Pech mit haben. Ich hatte mal, also öfter schon Eyeliner in Beautyboxen und in Adventskalendern drin. Ich hatte das ein oder andere Mal einen, der mir super schnell ausgetrocknet ist und manche halten und halten und halten. Und dass hier ein dunkelbraun mit drin ist, finde ich noch ein bisschen besser, weil das ist mal was Besonderes, ne? Ist ein bisschen natürlicher, ein schönes Schokobraun. Das mag ich gerne leiden. Kommt auch in meinen Fullface Beautyboxen mit rein für den Monat September. Und dann gönnen wir uns den hart. Bin ich sehr gespannt drauf. Achso, die Spitze hätte ich euch zeigen können, ne? Das ist die Spitze. Das ist halt eine Filzstiftspitze. Damit kann ich persönlich am besten malen. Ich mag nicht so gerne, wenn das Kajalstifte sind, weil die meistens dann halt nicht so haltbar sind und dann an meiner Wasserlinie, an meinem Lid hier oben halt abstempeln. Und ich mag nicht so gerne, wenn das halt welche sind, die halt so Dipviecher sind. Da komme ich auch nicht so gut mit klar, weil ich dann ständig reindippen muss und so, ne? Trockne natürlich nicht so schnell aus, aber die präferiere ich. Am liebsten mag ich die sogar mit einer, Pinselspitze. Okay, dann habe ich hier auch wirklich diese Brightening Sheet Mask drin. Ach, da haben die sich ja echt was überlegt mit dem Boxendesign. Von Beauty Pro. Brightening Sheet Mask mit Kollagen, Vitamin C und Aloe Vera. Das macht halt hier so einen Brighten-Up-Effekt, Anti-Aging, macht die Elastizität besser und ist cruelty-free und so weiter. 15 Minuten lässt du es drauf, du kannst damit reisen. Achso, ich habe auch schon mal gehört, dass man sowas ja im Flugzeug auch super während des Fluges sich drauf machen kann, weil oben dann ja die Luft so trocken ist, ne? Ja, finde ich cool. Ich mag gerne Druckmasken, ne? Das ist echt klasse. Das gibt meinem Gesicht halt echt viel. Finde ich cool. Mensch, was eine coole Box. Ich meine, wir haben jetzt hier
echt krasse Marken drin, ne? Denn hier kommt als letztes Christoph Robin. Das ist eine Hydrating Melting Mask mit Aloe Vera für trockenes Haar. Also das macht das Haar halt feuchter, shiny, also glänzend, und plumpt die Längen auf mit 40 ml. Also quasi, dass die Längen dann wieder voller aussehen, ne? Ey, was haben wir hier für eine geile Box? Ich bin gerade voll hin und weg, Leute. Und ich glaube, ja, das riecht so. Und Christoph Robin Produkte riechen nämlich immer ganz speziell. Ich weiß nicht, ob das dieses, weiß ich nicht, Aloe Vera ist, aber es riecht halt richtig gut. Das lässt du auch, warte mal, was haben die hier gesagt? After using the hydrating shampoo, ja gut, ne? Apply a small amount onto wet hair. Also du sollst es, nachdem du Shampoo verwendet hast, einfach in die Haare machen. Du fängst tatsächlich an der Kopfhaut an und arbeitest das dann quasi von den Wurzeln bis in die Spitzen und lässt es für 2 Minuten drin und dann kannst du es auswaschen. Das finde ich tatsächlich auch mal sehr cool, ne? Weil wir hatten auch schon öfters von Christoph Robin was mit drin, was man halt irgendwie so als Zwischending und dann so lange einwirken lassen. Und das war ein bisschen dieses Elasticity-Gedönsen, ne? Das ist ein bisschen aufwendiger. Aber das hier finde ich klasse. Und Christoph Robin ist hochpreisig. Und da sind 40 ml drin. Komme ich vielleicht zweimal mit aus mit meinen Haaren. Vor allem, wenn man hier oben ja auch anfangen muss. Aber ich bin gerade hin und weg. Ihr merkt das, ne? Also ich finde es richtig klasse. Wir haben bei Terry, wir haben 3INA, wir haben SVR, wir haben Christoph Robin, Ameliorate. Das sind halt alles so Marken, die ich kenne. Beauty Pro, die kenne ich eigentlich auch mittlerweile durch die Boxen. Also schon geile Sachen. Die Box hat sich gelohnt. Also im Heftchen steht hier auch noch drin, Look Fantastic Christmas. Achtung, Achtung, es gibt safe noch so eine Schatztruhe, ne? Die gab es letztes Jahr auch. Die ist immer richtig geil und super schnell ausverkauft. Dann gibt es noch die Festive Edit, also quasi die Weihnachtsedition davon. Es wird sicherlich auch noch die, sag mal schnell, Black Friday Edition geben, die ist auch immer richtig toll. Also, ne, und natürlich den Adventskalender. Also, Leute, ehrlich, haut rein. Haut in die Tasten, wie euch die Box gefallen hat. Ich fand sie wirklich geil. Ich fand die schön zusammengebracht. Wir haben was von Haare über Make-up und Pflege, Gesichtspflege bis hin zum Körper. Also, wir haben schöne Sachen, die mich sehr glücklich machen. Und wenn euch dieses Video glücklich gemacht hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!